Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen. Ich sitze hier auch mal, ich bin der Piet von Piet und Alex bei Hunter und Kron. Bei mir ist der Ralf. Hi. Hallo, von Kosmos. Und wie ihr seht, geht's auch gleich los. Wir haben ja eine längere Zeit miteinander gebucht und wir werden euch durch eine Menge von Titeln führen. Angefangen mit Cities Skylines. Genau, das größte Herbst, die größte Herbstneuheit zuerst. Okay. City Skylines wird bestimmt vielen ein Begriff sein, weil es eine sehr bekannte und erfolgreiche Videospiellizenz ist. Mhm. Und nicht leider. Kam 2015 raus. Also wer vielleicht noch SimCity kennt, das war sozusagen so 90er, 2000er. Ja. Und seit 2015 gibt es City Skylines. Das ist sozusagen, hat ein bisschen das Ganze abgelöst in der Städtebau-Simulationswelt. Und das wurde, versuchen wir jetzt hier als Brettspiel. Genau, wurde geil. Über 6 Millionen Mal verkauft weltweit, das Videospiel. Und vom Thema her und von dem, was man so macht, passt es halt auch perfekt, um es als Brettspiel umzusetzen. Mhm. Und genau das hat Rustan Hakansson gemacht. Den werden auch viele kennen von Nations und auch Tribes, was wir letztes Jahr ausgebracht haben. Und jetzt hat er sich eben an diese Lizenz für City Skylines gewagt und hat ein sehr schönes kooperatives Städte-Entwicklungsplan-Bauspiel daraus entwickelt. Wie viele Spieler haben wir dann? 1 bis 4 Spieler. Kooperativ, da kooperativ auch im Solo-Modus. Ja. Genau, geht auch sehr gut alleine. Alles, was ihr hier seht, ist ein Prototyp. Wie gesagt, er hatte gesagt, Herbstneuheit. Das heißt also, im Herbst gibt es dann die finale Version. Im Oktober wird es erscheinen. Auf der Spiel nehme ich stark an. Muss es rauskommen. Muss es rauskommen, genau. Und ja, was machen wir? Also wie läuft so eine Runde ab? Was versuchen wir jetzt zu erreichen? Außer natürlich eine Stadt zu bauen. Ja, wir wollen eine möglichst schöne Stadt bauen. Ja. Schön heißt, dass die Menschen, die darin leben, zufrieden sind. Dass es viele gibt, die auch zufrieden sind, die alle mit Arbeit versorgt sind. Dass es möglichst wenig Verkehr gibt, dass es wenig Kriminalität gibt und keine Arbeitslosigkeit, aber auch nicht zu viele Arbeitsplätze, die leer stehen. Das ist ja auch ungünstig. Also es ist jetzt so in der Jetztzeit. Das heißt, also normalerweise wünschen die Leute sich eigentlich, dass sie nicht mehr arbeiten müssen. Ja, dann vielleicht wird es in 10 Jahren eine andere Version geben, aber momentan müssen die Leute oder wollen sie da auch noch arbeiten. Genau. Man will ja Geld verdienen. Aha. Und die Stadt will auch Geld verdienen über Industrie und alles Mögliche. Muss dieses Geld natürlich auch wieder ausgeben, um neue Gebäude zu bauen, vor allem Versorgungsgebäude und Dienstleistungsgebäude, die das Ganze auch wieder lebenswert machen in der Stadt. Und der Kern in dem Spiel ist zum einen dieses Tableau, auf dem angezeigt wird, wie gerade der Status in der Stadt ist. Das heißt, wie die Elektrizität, die Stromversorgung aussieht, wie die Wasserversorgung aussieht, wie die Müllabfuhr arbeitet oder nicht arbeitet. Posen? Wie zufrieden die Menschen eben sind. Das ist das, was der Kern des Ganzen ist, weil das wird dann übertragen in Siegpunkte. Und wenn man nicht vorher gescheitert ist und einem das Geld ausgegangen ist oder die Aktionsmöglichkeiten und man bis zum Spielende spielen konnte, dann schaut man, wie viele Punkte man erreicht hat, Zufriedenheitspunkte. Und das gibt es dann wieder mal in einer Übersichtstabelle, je nachdem, wie viele Punkte man erreicht hat, umso erfolgreicher oder weniger erfolgreich war man. Da grätsche ich mal rein. Was ist denn das Spielende? Ja, das Spielende. Das Spiel, das du gerade erwähnst. Wir spielen auf einem Plan, weil die Stadt soll ja auch gebaut werden. Und das ist diese, hier ist mein Beispiel. Das ist auch sehr variabel, der Spielplan, weil es insgesamt 6 Quadrate gibt, Spielplanteile, die man auch immer wieder zufällig und anders anordnen kann. Es gibt einen Kennenlernaufbau. Das hier ist schon mal so eine Stufe weiter, was wir hier sehen. Das sind schon mal 2 Quadrate. Das sind das ist der Raum, wo ich die Stadt dann baue? Oder genau. Allerdings, wie man hier sieht, ist alles noch sehr begrünt und noch nicht wirklich bebaubar gemacht. Man muss nämlich zunächst erstmal Geld ausgeben, um ein Quadrat, einen Spielplanteil umzudrehen, bebaubar zu machen. So. Und das ist hier angezeigt über die Geldsymbole, wie viel es kostet. Achso, ich dachte, das wären Steine. Aber gut. Nee, das sind Geld. Aber da steht eins drauf. Ja, das sind schöne Scheine. Jetzt, wo ich sehe, das heißt, genauer hingucke, ist das sind Steine. Genau. Wenn wir also dieses Feld hier bebaubar machen wollten zum Spielbeginn, um überhaupt loslegen zu können, müssten wir schon mal 3 Geld von unserem Startkapital abgeben. Dann nehme ich das hier mal. Um es dann umzudrehen. Der See bleibt in der Mitte. Oh, so. Und dann ist schon mal angestrengt. Genau, so sieht man auch schon mal direkt Straßen und auch und Viertel Raster. Und Raster, die entstanden sind. Also hier durch die Straßen sind die verschiedenen Viertel vorgegeben. Und um weiterzukommen, muss man jetzt auf diesem Spielplan in jedem
Stadtteil mindestens ein Gebäude gebaut haben. Dann kann man sozusagen einen Meilenstein, heißt es im Spiel, erreichen. Muss sich aber auch aktiv dafür entscheiden, dass man jetzt diesen Meilenstein abschließen möchte. Okay, das ist also so und, wie in die nächste Stufe. Genau. Gehen. Und wenn man diesen Meilenstein erreicht oder erreicht hat und sagt, okay, wir werten jetzt diese Stufe, dann schaut man, wie es auf dem Tableau hier aussieht, muss vielleicht Geld zahlen, Strafe zahlen für Menschen, die keine Arbeit haben oder für Arbeitsplätze, die nicht besetzt sind. Und die Zufriedenheit wird abgetragen auf dieses Haupttableau, auf diese wunderschöne, das sieht Aufsteller. Das sieht auch sehr gut aus, wenn man das mal von oben sieht. Ja, man kann ja diesen Smiley dann nämlich entsprechend hochstellen und genau. Auch in 10er-Varianten. Das richtig, echt, also zweistellige Schön Zufriedenheit, das sollte erreicht werden. Sollte erreicht werden. Zumindest bis Spielende. Du redest hier immer vom Bauen. Wie baue ich denn ein Gebäude? Ja. Also noch haben wir jetzt ja erstmal das Bauland gemacht. Noch haben wir nichts. Es ist so, dass es alles kartengesteuert ist. Das heißt, jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von Karten auf der Hand. Das sind hier in drei verschiedenen Stapeln verschiedene Karten und eben auch Gebäude, die man bauen kann. Die kannst du gerne in die Details legen. Genau. Und wenn man dran ist, macht man üblicherweise genau eine Aktion. Das heißt, man spielt eine seiner Karten aus und baut dann ein Gebäude dieser Art. Das hat zum einen Kosten meistens und eben auch Auswirkungen, dass man hier, wenn man dieses Windkraftwerk baut, dann auch Energie dazu gewinnt. Die Energie braucht man vielleicht später, um ein Wohngebäude zu bauen, sieht man hier. Und das Wohngebäude bringt einem dann wieder neue Menschen in die Stadt. Also jedes Gebäude, das man baut, bringt Kosten, aber auch Nutzen. Hat immer einen Einfluss auf die Stadt, wie sie sich weiterentwickelt. Und oft ist es auch so, dass es eine bestimmte Bedingung gibt. Sozusagen, wenn das Gebäude gebaut wird, hier oben, durch diese Veränderungen auf dem Tableau, schaut man, ob in diesem Stadtviertel noch ein Bildungsgebäude ist. Und wenn dem der Fall ist, dann kriegt man noch 3 Geldeinkommen. Es gibt also eine Abhängigkeit. Es gibt viele Wechselwirkungen zwischen den Gebäudearten. Man muss schauen, dass man die Viertel gut nutzt und da eben auch passende Sachen zusammenbaut. Sehe ich gerade, die Symbolik also bildet sich hier auch ab. Das ist also dann wahrscheinlich ein Bildungsgebäude. Genau, das heißt, im besten Fall habe ich hier irgendwo so eins hingebaut, über eine andere Karte, baue dann ein Industriegebäude, das hier im selben Viertel angrenzend ist und dann entsteht hier diese Wechselwirkung. Ich bekomme 3 Geld dafür. Okay. Und so entsteht diese Stadt, wächst immer weiter. Und mal als Beispiel, wenn ich jetzt in jedem Viertel mindestens ein Gebäude hätte, kann ich, aber muss ich noch nicht, also als Gruppe, sagen, okay, wir werten dieses Viertel und schauen, wie der Zustand ist auf dem Tableau und wechseln dann auf ein angrenzendes, oder nicht wechseln, wir bauen ein neues angrenzendes Tableau, zahlen natürlich auch das Geld. Genau. Ja. Und dann wird hier ein neuer Bauplatz frei und es entstehen auch neue Viertel. Also dieses Viertel ist mit dem hier zusammengewachsen. Also das ist dann ein Viertel. Dadurch ist in dem Viertel auch schon sind auch schon Gebäude drin. Das heißt, man müsste jetzt hier nochmal jeweils ein Gebäude mindestens reinbauen, könnte dann wieder wechseln. Ob das dann vom Status hier schon ausreicht, um zufriedene Menschen zu haben, ist vielleicht noch eine andere Sache. Also man ist eine gute Dreiviertelstunde beschäftigt. Okay. Also das ist egal an Spieleranzahlen? 1 bis 4 geht alles gut. Also geht alles so 40 bis 60 Minuten wahrscheinlich. Ja, da alle ja wirklich gemeinsam spielen, sich abstimmen und man eben die verschiedenen Karten, die alle auf der Hand haben, alle zur Verfügung hat. Nach und nach natürlich kann man sich abstimmen und sagen, okay, du hast dieses Gebäude, ich baue dir schon mal das hin, damit du das, wenn du dran bist, perfekt nutzen kannst. Und so plant man dann wirklich und baut alles. Damit offene Karten gespielt oder wie macht ihr das? Ja. Das ist ein Planspiel wirklich. Okay. Also, dass man gezielt, taktisch die Gegebenheiten nutzt, die Karten, die man hat, um die verschiedenen Werte nach vorne zu bringen, einzusetzen, nicht ins Negative zu rutschen und ja. Okay. Dann habt ihr hier schon mal einen Einblick erhalten über Cities. Auf jeden Fall ein sehr schönes Städtebauspiel. Und ich sag mal so, wenn das hier am Ende ist, kann man immer wieder von vorne anfangen und sein Glück erneut versuchen. Es ist sehr variabel. Noch ganz kurz, es gibt, wenn einem das noch nicht reicht, was wir hier alle sehen, gibt es noch jede Menge Zusatz.
Szenarien und aber, okay. Varianten, um das Ganze noch mit weiteren Gebäuden, das heißt, mit Rollen. Ihr baut da so eine kleine Geschichte auch mit ein? Oder das eine Story ist es Module? Nicht wirklich, nee, es sind Module, alles klar. Um das Spiel zu verändern. Es ist ja ein taktisch Strategiespiel, kooperativ. Freuen wir uns drauf, im Herbst, also zu Spiel, können genau. wir uns das finale Produkt angucken. Dankeschön. Gerne.